Wir haben heute für den TV Mittelrhein mal einen richtig spannenden Gast mitgebracht, und zwar eine Künstlerin. Neben mir sitzt Jasmin Delkilic aus der Kurstadt Bad Ems, und du hast uns eine ganz, ganz tolle Geschichte mitgebracht. Also man sieht natürlich auch, du hast leichte Verbrennungen im Gesicht. Mich würde natürlich jetzt interessieren, wie kam es dazu? Also ich würde nicht leicht sagen, die waren mal richtig, also Verbrennung von drittes Grad waren das, ne? Jetzt sehen die mittlerweile leicht aus nach so vielen OPs, ein nach dem anderen und so, was immer noch auch weitergeht. Ich hatte einen Hausbrand, als ich Baby war. Das war aber nicht in Deutschland passiert. Nein, das war in der Türkei, also Anatolien. Wie kam es damals zu dem Hausbrand? Das weiß leider bis jetzt keiner so wirklich, was da genau passiert ist. Also wir gehen mal einfach von einem Unfall aus, also ne. Und ja, keiner konnte das so wirklich antworten. Kannst du dich selber an den Unfall noch erinnern? Nein, ich war 7 Monate alt. Das ist, also ich war ein Baby halt, ne. Also im Babybett, sage ich mal, ist dann diese Verbrennung. Babyschaukel. Babyschaukel. Babyschaukel, ja. Später bist du nach Deutschland gekommen? Ja, bin ich. Waren 90er Jahre. Und du bist jetzt in Bad Ems mittlerweile eine recht bekannte Künstlerin. Wie bist du zur Kunst gekommen? Also ich bin zur Kunst gekommen, um ganz ehrlich zu sein, ich bin immer noch hyperaktives Ding so, ne? Und ich wusste niemals so, wie ich mich runter reagieren soll oder was ich mit dem ganzen Energie mache, was ich habe, was auch eigentlich auch gut ist, ne? Und dann habe ich gemalt. Irgendwann habe ich dann Pinsel in die Hand gehabt und dann habe ich nicht mehr aufgehört. Deine Bilder werden ja zum Beispiel ausgestellt in einem Kunsthotel drin, bei dir auch in einem Café kann man diese Bilder sehen. Was drückst du mit deinen Bildern aus? Also ich gebe mal ein ganz kleines Beispiel. Viele fragen immer, was kosten deine Bilder? Da sage ich immer, es kommt wirklich drauf an, mit was für einen Gefühlen ich das gemalt habe, wie abhängig ich von dem Bild bin. Okay. Ja, das ist wirklich, also darum geht es wirklich. Kann ich mich trennen, kann ich mich nicht trennen, ne? Sagst du den Höchstpreis, damit er nicht kauft, was machst du jetzt? Ja, also damit bin ich mal so, ist schon ein bisschen schwierig. So. Das heißt dann auch, du entscheidest im Moment für dich, was du für ein Bild haben möchtest, nach emotionalen Gefühlen? Auch, es kommt aber auch drauf an, wie die menschliche Basis vor mir ist. Ne? Manchmal sage ich, komm, ne? 100 Euro ist okay, dann sind die dann selber geschockt. Ne, warum denn so? Weil das in dem Moment einfach von Gefühl her, das stimmt. Chemie stimmt, das stimmt, da sage ich hier, kannst du mitnehmen. Es gibt auch mal Zeiten, wo ich mir einfach den Bild schenke, weil ich das einfach brauche in dem Moment. Es musste in dem Moment sein, dann mache ich es auch. Ja. Die Bilder sind bei Kunsthotel Monet, kann man die betrachten. Vamed Klinik, in dem Cafeteria drin, Café Belvita. Also da kann man die auch noch betrachten. Ne? Deswegen habe ich nicht so viel heute mitgebracht, damit das Neugierige sich dann irgendwie ein bisschen mehr verbreitet. Jetzt sehe ich natürlich hier Bilder, gerade das Bild hier unten, das ist so etwas, was man bei dir öfter sieht, aber es gibt auch abstrakte Bilder, sehr allgemeine Bilder von dir. Ja. Und manchmal habe ich auch Bilder gesehen, wo man wirklich die Gefühle drin erkennen kann. Du malst dann also in dem Moment auch deine Emotionen dort raus. Richtig. Und das spiegelt sich am Ende auch im Preis wieder. Ja, genau so ist es, ja. Jetzt frage ich mich natürlich, du gibst ja auch Kurse, auch Leuten zeigst du durch deine Kunst oft halt eben, dass man etwas bewegen kann in seinem Leben. Kann jeder Mensch malen? Ich finde, es kann jeder Mensch malen. Man sollte sich einfach nur trauen. Ne? Mhm. Es hieß immer, ich kann noch nicht mal einen Strich, ich kann auch keinen Strichmensch malen. Ne? Man muss sich einfach hinsetzen und sagen so, ich mache es einfach, ich tue es einfach. Aber das geht nicht nur um Kunst, sondern das geht um Allgemeinheit. Ne, man sollte sich an alles einfach mal trauen und sagen, so, ich mache es, ich tue es. Ne? Das Selbstbewusstsein kann man nicht durch Therapies oder so lernen. Das Selbstbewusstsein kann man sich selber aufbauen. Man kann sich selber erziehen. Also ich habe mich selber erzogen in den letzten Jahren. Das TV Mittelrheinland kennt eine Jasmin Delkilic natürlich nicht, aber wir wissen, wer sie ist. Du machst mit deinen Bildern aber noch viel, viel mehr. Wenn du ein Bild verkaufst, geht immer ein Teil von den Einnahmen in eine Spendenbox. Ja, also wie du schon erwähnt hast, ich bin halt sehr bekannt. Es ist jetzt viel mehr wegen dem Kunst, viel mehr wegen meiner Art, weil ich ja so eine verrückte Art habe. Ne? Für eine oder andere bin ich auch die Verrückte, für eine oder andere bin ich die von der Sozialstation, ne? die mein Papa auf die Beine gestellt hat innerhalb einer kurzen Zeit. Und für viele Kinder bin ich Hoffnung selbst. Und ich finde, es gibt nicht was Besseres, als wie ein Kind glücklich zu machen. Ne? Egal, ob jetzt reich oder arm, darum geht es gar nicht. Ne? Einfach Kinder glücklich machen.
weil ich habe so eine Geschichte, mir hat mal jemand damals mal Schuhe gekauft, weil ich mit so Plastik und kaputten Schuhen in Klasse war. Da kam einer rein und meinte, so, du kommst mit. Und dann durfte ich mir Schuhe wie auch Jacken aussuchen, für mich und für meine Geschwister. Und für mich war das Tag einfach herrlich, wo ich mir heute noch denke, oh Gott, was war das für ein Tag? Also ich war an dem Tag glücklich, das ist lange, lange her, da war ich gerade mal 7 Jahre alt oder was auch immer. Und als ich meinen Sohn in meine Hände bekommen habe, sind dieselben Gefühle, wo ich dachte, oh mein Gott, ist das schön. Das heißt, wenn man bei dir ein Bild kauft, dann macht man auch etwas Gutes. Du sagst gerade, genau. Du unterstützt Projekte. Ja. Du hast in der Türkei nach dem Erdbeben, hast du die Menschen unterstützt mit sehr, sehr vielen Spenden. Du hilfst aber, dafür bist du am meisten bekannt. Du hörst irgendwo etwas in Bad Ems oder Umgebung. Renne. Du bist da, machst eine Spendendose und hilfst. Ja, also egal, ob das jetzt Türkei ist oder egal wo, egal Hilfe oder wo die herkommen, wo die Menschen herkommen, das ist für mich gar keine, also da frage ich mich mir noch nicht mal, oh, woher kommen die? Also keine Unterschiede. Sobald wir eine Hilfe aufrufen, da denke ich mal, okay, Jasmin, 3 Sekunden hast du Zeit, denk nach. Wie kannst du alles auf die Beine stellen? Das war auch damals mit dem Erdbeben so, also ich sage ja, ich bin immer noch nicht, vielleicht schon die Menschen, die betroffen waren, haben ein normales Leben, ich wiederum immer noch nicht. Also ich bekomme immer noch Bedarf, ich bekomme immer noch Fragen, ob man da helfen kann und für mich ist das immer noch nicht rum, weil ich immer noch mittendrin bin. Wann hast du angefangen zu malen? Wann? Das ist 15 Jahre her. Hier. Das ist ein Eigenporträt von mir. Nicht erschrecken, würde ich sagen. Ja, also viele sagen immer, oh, leidest du unter deinen Narben? Weiß ich nicht. Ich habe mich noch nie anders kennengelernt. Ja, eigentlich war ich schon immer fröhlich. So fröhlich, dass ich immer so laut schreie, wie auch laut lache. Und das bin ich heute noch. Also ich habe, das ist einer von meinen ersten Bildern. Das wurde auch direkt verkauft. Und derjenige, der es gekauft hat, sagt heute noch, ich stehe vor meiner Espressomaschine morgens, wenn ich aufstehe, gucke ich sie an, dann sage ich, guten Morgen. Also das bin ich. Das ist mein Eigenporträt. Das sind auch die Bilder, die man von dir kennt. Auch mein Art. Also wer mich kennt, ne, steht vor dem Bild und sagt, das bist du doch. Das ist nicht das Aussehen. Ne? Das ist das Art von mir. In dem Hotel Monet, da hängen ja auch sehr, sehr große Gemälde von dir. Ja. Du sagtest vorhin, die Preise unterscheiden sich. Was kostet eine Dalkilic im günstigsten Fall, wenn du gerade Lust hast zu verkaufen und im teuersten 80. Fall. Und nach oben? So dürfte so 1000, 1200, also ne. Ja. Aber für 80 Euro kann man sich schon einen kleinen Dalkilic leisten. Natürlich. Ja, also ich danke dir erstmal für den Einblick, den du uns heute gegeben hast. Ich danke euch. Wer das möchte, hat die Möglichkeit, nach Bad Ems zu fahren. Da gibt es in der Warmed-Klinik die Möglichkeit, in einem Café zu schauen, welche Bilder es gibt beim Café. Oder natürlich auch in dem Bismarck Hotel, ehemaligen Bismarck Hotel, was heute Monet heißt. Herzlichen Dank. Danke.